Wissenschaft geht. Ich grüße euch aus Australien, heute wieder mit einem Video. Ja, viele haben schon gesagt, ich spreche nicht mehr richtig Fränkisch. Tut mir leid, aber ich werde hier so extrem beeinflusst, dass mein Fränkisch leider darunter leidet. Viele wollen auch ein bisschen sehen, wo ich so lebe, was ich so arbeite. Und ja, here we go. Dieser Spot ist besonders für Alex und Patrick. Sie wollten sehen, wo ich mein Geschäft verrichte und wo ich mich reinige. Dementsprechend zeige ich euch mal hier, ist die gute alte Toilette. Mit Toilettenkasten, sowas gibt es in Deutschland ja nicht mehr richtig. Und gleich daneben die Dusche. So, um mal auf den Duschkopf einzugehen, wir haben hier zwei Gelenke. Einmal hier ein Gelenk und einmal hier. Und das war's. Also für große Leute ist das nicht so wirklich der Knaller. Und was ich in Deutschland bei mir daheim nicht hatte und was ich hier auch ein bisschen blöd finde, es gibt hier warm und kalt zum extra aufdrehen. Hier auch nochmal extra für die Füße. Wieso? Ist doch voll unpraktisch. Wir waren im Baumarkt, wir haben gesehen, es gibt auch andere Sachen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Aber wieso? Immer wenn ich mich zum Einschäumen dann hier das Wasser ausstelle, danach wieder neu einstellen, total bescheuert. Okay, egal. Wir gehen weiter. Es ist übrigens so schönes Wetter, dass wir hier in Shorts rumlaufen können, barfuß mit T-Shirt. Ich bin mir sicher, sowas habt ihr nicht in Deutschland. So, und jetzt geht's mal raus. Richtig geiles Wetter. So, das ist unser Vorhof. Sozusagen. Hier unten gibt es ab und zu Essen und da hinten steht auch eine Tischtennisplatte drin. Wir spielen hier regelmäßig Tischtennis. Und genau, das ist die Mega-Einfahrt. Und ja, es gibt hier extrem komische Vögel. Aber ja, passt soweit alles. Ein bisschen aus, ja. Zeig Licht an. Das ist unsere Küche. Warum es hier ein bisschen aussieht und warum sowas bei uns in der Küche steht, hat folgenden Grund. Wir streichen da hinten ein Zimmer. Das werdet ihr auch gleich sehen. Und dieses Zimmer, da sind halt ein paar Möbel drin, die wir wegräumen mussten und dementsprechend stehen wir jetzt hier in der Küche im Nebenraum. Das ist unser Kühlschrank, oben mit Freezer. Unten der normale Kühlschrank. Ein Toaster, ganz wichtig, weil hier gibt es ja kein Schwarzbrot. Wir leben hier eigentlich nur von Toastbrot und ja, es gibt so ein bisschen anderes Gebäck noch. Wasserkocher, ganz wichtig für Tea Time und natürlich Kaffee. Ja, das ist unser Ofen. Es ist nicht so wirklich sauber und ein bisschen strange alles, aber es funktioniert. Hier der Herd. Genau, hier kochen wir immer drauf. Hier die Spüle zum Abspülen und leider keine Spülmaschine, ja, keine. Das ist total bescheuert, also ohne Spülmaschine gibt es in meiner Wohnung nicht. Hier noch der Essenstisch und somit Licht aus. Ich zoome mal rein. Mach mal runter. Hier. Eddie hat sich schon in die Haare gemalt. Fetter Tropfen ist da runtergeflogen, ey. Mama hat mich mit Haaren geschmissen. Und David markiert die Ecken. Jo. Mein Revier, Alter. Und ich habe mir einen Hut gebastelt. Ja. Sexy. Meine Haare sind wichtiger als die von den beiden zusammen. Okay, und hier sind eben, wie gesagt, die ganzen Möbel raus. Hier steht noch das ganze Streichzeug, wir sind an den Leisten noch nicht fertig. Deswegen gibt es hier auch noch mehr. Das ist der Gang. In diesem Gang sind mehrere Zimmer. Und
In einem dieser Zimmer lebe ich mit David zusammen und in den anderen Zimmer kommen immer Gäste. So, wir sind hier an der 5. Ich klopf mal, das ist Eddies Zimmer. Ich bin nackt! Eddie ist halt nackt hier, also ja, bei ihm schaut es ein bisschen aus, aber ist ja normal. Nur mal so kurz sein Zimmer. Eddie, das war's schon, danke. Zack, zu die Tür. Und jetzt geht's hier so rein, mal klopfen. David, bist du nackt? Nein. Okay, wir können rein. So, viele wollten sehen, wo ich nächtige. Zack. Das ist unser Schreibtisch. Da liegen eigentlich fast nur Klamotten drauf, wie auf den Stühlen auch und auf der Heizung auch. Hauptsächlich Markus. Genau, hauptsächlich meine. David aber natürlich auch. Und auf der Seite schläft David. Und das ist meine Seite. Genau. Hier mit einem Schrank, da liegt aber nicht wirklich viel drin, weil der Schrank ist ein bisschen strange. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. Also ich weiß nicht, solche Schränke gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Wir haben hier unsere Jacken, das ist ja noch normal. Aber mitten im Schrank läuft eine Wasserleitung durch. Es ist richtig abgefahren. Also es ist ein bisschen strange. Hier haben wir noch unser Waschbecken ohne Spiegel, ganz wichtig. Dafür haben wir hier den Spiegel. Mit Kommode, da sind unsere Klamotten drin. Genau, das ist so erstmal unser Zimmer gewesen. So, das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen Eindruck bekommen, wie genau ich hier lebe, was ich hier mache. Ja, das war's soweit. I believe kein Szenario. Ich war halt eiskalt in der Leine für den Jungen.